So Leute, willkommen zurück zu Diluvion. Wir haben im letzten Part hier Glacialberg oder wie auch immer das Ding heißt, betreten. Jetzt muss ich gerade mal auf den Kompass gucken. Das war nicht der Kompass, das ist der Kompass. Ja, ich würde sagen, so in Richtung Osten geht's weiter. Wir haben ja auch nicht so viel Auswahl. Denn wir sind ja gerade noch so ein bisschen auf der Suche nach der Sonargilde. Das befindet sich da vorne, sieht nach einem Bohrhaus oder sowas aus. Verlassenes Bohrhaus, da oben ist auch noch eins. Ach, dreh dich, du Schiff. Hallo, Schiff. Nein. Lass das nicht zu. Die Seilspannung schafft das. So. Jetzt muss hier aber auch was Gutes drin sein. Ist das alles? Nee. Okay. Gibt zumindest ein bisschen was zum Looten. Gut, kann man verkaufen. Ist okay. So, da oben war noch ein verlassenes Bohrhaus. Da kommen wir sogar über die Strömungen drüber. Aber schick sieht's aus. Das ist halt wirklich alles unter einer Eisdecke. Die Menschheit ist halt wirklich unter dem Wasser gefangen und muss sich die Luft mit den Pflanzen, die sie wahrscheinlich gerettet haben, irgendwie erkämpfen. Drin ist eine Kiste mit Waren zu sehen, die unter einer beschädigten Stütze einklemmt. Das ist Jill Kelly. Nee. Nee, Jill. Du öffnest mit der Brechstange eine Seite der Kiste. Da haben wir teures Zeug rausgekriegt. Fahren könnten wir für bis zu 600 verkaufen. Das wäre halt schon super, wenn wir... Taucht mal ab, damit ich hier mal eine bessere Kamera kriege. So. Nordwesten? Nee, Nordwesten ist falsch. Wir waren doch gerade noch in Richtung Osten unterwegs, oder? Ich meine, wir brauchen mal die Karte. Wir sind jetzt hier in so einer Sackgasse angekommen. Okay, da tauchen wir mal ein bisschen ab, würde ich sagen. Und gucken mal, ob es hier nicht noch andere Wege gibt. Weil hier scheinen wir ja in der Sackgasse gelandet zu sein. Recht verwinkelt das Ding hier. Das ist wieder, ja, wir sind jetzt einmal im Kreis gefahren, ne? Ja. Das hat's nicht gebracht. Ich glaube, wir müssen da unten hin. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Durch die Strömung durch. Dann müssen wir da vorne links abbiegen. Also so stellenweise hasse ich diese Kamera ein bisschen. So schön dieses Spiel auch ist, die Kamera ist manchmal... Aber man kann den Abstand, glaube ich, ein bisschen einstellen. Aber manchmal ist die Kamera echt aus der Hölle. So, und da vorne müssen wir dann links. Ich glaube, in ganz frühen Versionen des Spiels hat man nicht mal sich selber auf der Karte gesehen. Aber das haben die dann zur Einfachheit halber hinzugefügt, weil das kann man jetzt einstellen. Weil man in einem richtigen U-Boot sich ja auch nicht selber auf der Karte sieht. Das sieht schön aus. Sieht nach so richtig klarem Wasser aus. Und bisher hat sich ja gezeigt, dass die einzigen Seemonster, die hier so rumkrapsen, tatsächlich die Piraten und alles, also, ja, böse Menschen sind. Keine irgendwie Seeungeheuer? Nein, das braucht's gar nicht. Wir haben böse Leute, die uns hier Torpedos auf den Hals setzen. Das reicht völlig als hauptböses Ding im Meer.
Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig schwimme, ne? Aber es sieht gut aus. Das da hinten sieht aus, als wäre da was. Ne, doch nicht. Das sind nur leuchtende Steine hier. Die Sonargilde. Aha, wusste ich doch. Aber gut, es war auch der einzige Weg. Kennst du diesen Ort? Ich habe hier gelernt. Hier gibt es bestimmt ein Mausegerät. Du hast hier gelernt. Und wo genau ist die Sonargilde jetzt? Ach, da vorne. Niedriger Lufttank. Ja, kein Problem. Wir stehen direkt vorm Haus. Wo ist Meister Fastir? Der ist in Spirios City, er arbeitet mit dem Königshaus zusammen und bekommt dafür Geldmittel und seltene Materialien für die Forschungsarbeiten unserer Gilde. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht die Betreuung erhalten, die wir brauchen. Aha, und hier können wir das Morsegerät abholen. Aha. Sehr schön. Okay, der erzählt sonst nichts. Da ist ein Fass mit einem Wahrnehmungsgegenstand. Der da redet. Bist du Teil des Sonarteams? Nein, und ich will damit auch nichts zu tun haben. Wenn ich meinen Kurs nicht abschließe, verbringe ich den Rest meines Lebens damit, Decks zu schrubben. Ich halte mich lieber im Hintergrund, um nicht ins Fadenkreuz zu kommen. Ist das so falsch? Ja, ich glaube, manchmal ist das sogar richtig. Wer bist du? Ich bin Präsident... Also, wer bist du? Ich bin der Präsident der Sonargildengesellen. Und du? Kennst du Gregory? Ah, Hudson. Hast du meine Empfängerteile schon fertig? Ich... Nein. Hör zu. Heute bin ich großzügig, weshalb ich dich noch nicht durch die Luftschleuse nach draußen spülen werde, aber... Hey, Lady, ich würde dir lieben gern den Stock aus dem Allerwertesten ziehen. Und was bist du, sein lahmarschiger Kumpane? Ich könnte dich jederzeit in der Pfeife rauchen. Ja, ja. Er sagte nicht nein, als ich ihn bat, meine Arbeit zu tun. Wie wäre es, wenn du wenn dein knorriger Hintern aus meiner Gilde verschwindet, ehe ich dein arrogantes Gesicht verschönere? Cat, lass uns verschwinden. Das hat keinen Sinn. Was ist das denn für eine blöde Zicke? Nö. Da gehen wir wieder. Weil ich herausgefunden habe, wie ich hier wieder rauskomme. Okay, wir müssen irgendwie da hinten durch. Also das war echt eine blöde Ziege. Aber es macht ja nichts. Wir sind unter dem Meer, die findet uns nie wieder. Wir haben eh ein anderes Ziel. Wir haben als Ziel den endlosen Korridor. Und den werden wir auch finden. Wie sieht's eigentlich mit unserer Crew aus? Habe ich die eigentlich noch zugewiesen? Ja. Pennt auch keiner? Nein. Unser Schiff ist, glaube ich, auch zurzeit nicht angeschlagen. Das passt. So, jetzt volle Kraft voraus. So, ich sehe natürlich jetzt überhaupt nichts. Ich brauche die Map. Okay, links lang. Ah, hier ist die Schleuse. Da war ich. Die war blöd, die Tussot. Das mag ich nicht.
Vor allen Dingen ist es so ein netter Kerl. Ich meine, er entschuldigt sich dauernd, er ist ein bisschen schüchtern. Aber er ist eigentlich nett. Und das ist doch das Wichtigste. Ich habe lieber einen schüchternen, netten Kerl dabei, als irgend so einen Sack. Und er macht seine Arbeit gut. Und wo ist denn da das Problem dran, wenn er seine Arbeit gut macht? Wenn ich kein Problem mit ihm habe, dann finde ich, sollten die anderen auch nett zu ihm sein. Achso. Wo war denn hier der Händler? War der eins oben drüber? Ich wollte mal gucken, ob wir hier nicht ein bisschen was verkaufen können. Ja, ja, ich bleib nicht langfristig. Fahren für die Hälfte. Die kaufen hier alles nur unter Wert. Ah, Dinar gibt's. Nehmen sie recht teuer. Ja, die haben halt auch nichts, was wir brauchen könnten. Nicht mal eine anständige Waffe oder so. So, Moment, jetzt muss ich kurz gucken, in welche Richtung segel ich gerade, in die falsche. Kommen wir hier auch mal aus der Strömung wieder raus? Ja, Spiel gespeichert, weil wir so dicht an der Stadt rumfahren. So, jetzt im Schnellgang hier wieder raus. Meine Lust, noch länger in Tomadal zu bleiben, hält sich in Grenzen. Was hat Jay eigentlich noch so zu uns zu sagen? Na, ich denke mal, wir sollten das Morsegerät erst abgeben. Dann wird Jay uns wahrscheinlich noch was sagen, weil der hat ja gemeint, das hält nicht viel aus. Das ist empfindlich, das sollten wir direkt rüber schaffen. Ich glaube zumindest, der hatte gemeint, das war empfindlich. So, vergessene Fjorde, Tonnes Fjord. Was, auf wen schießt der? Ja, den hat's zerrissen. Das passiert halt mit feindseligen Piraten, die hier sich einmischen wollen. Waren wir da oben schon drin? Ich weiß es nämlich gerade. Ach, da kamen wir nicht rein, ne? In die Bohrbehausung. Das Ding hatte keinen Zugang. Da ist der Tonnesberghof. Oh, falsche Taste. Hier wird gesaved. Ja, der Gildenschutz. Die sind echt nicht schlecht aufgerüstet. Sind halt wahrscheinlich einfach nur Kampfschiffe, die hier halt patrouillieren. Die müssen nichts lagern und so. Die sind halt einfach nur dazu da, hier die Dinger zu zerschießen. Also ich brauche 15 versteckte Rumpfplatten haben wir. 10 Motorteile in Fingerdahl. Da müssen wir nach Fingerdahl und 40 Altmetallteile und ein Morsegerät. Haben wir ja theoretisch alles, aber das Morsegerät würde ich ganz ehrlich gerne ablegen. Und wir gehen dann nochmal zum Einkaufen. Wir ziehen uns hier einfach durch, da muss ich da gar nicht lenken. Ja, ja, ich weiß, was du herstellst. Ich möchte den Farn eigentlich nicht unter Wert verkaufen. Wir haben jetzt so viel, ich überlege uns den Kreischer zu holen.
irgendwie. Achso, wir haben erst 3000, okay. Ich habe hier irgendwie hingeguckt. Das ist natürlich nicht unseres. Meereskarten brauchen wir nicht, die sind leer. Ja, dann mussten wir in den Tonnesberghof, um hier das wichtige Zeug zu lagern. Dann wäre unser nächstes Ziel wahrscheinlich Fingerdal. So, hier können wir das Zeug gerade mal zwischenlagern. Kann ich zum Außengerät? Das kann ich gar nicht lagern. Okay, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Die Medaillen, die würde ich auch erstmal zwischenlagern. Ja, das passt so. Dann fressen die keinen Inventarplatz. Oh, und ich sehe gerade, der Part ist schon wieder vorbei. Dann würde ich sagen, wir gehen kurz nochmal aus der Stadt speichern. Weil für mich ist dann tatsächlich auch die Session vorbei. Genau. Dann würde ich nämlich sagen, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Sagt mir, was ihr bis jetzt von dem Spiel haltet. Freut ihr schon drauf, wenn ich besser schießen kann und wenn wir hier ein paar gemeine Schiffe zerfetzen. Und wollt ihr auch wissen, was am Ende des endlosen Korridors ist. Also Leute, ich würde sagen, nettes Kommentar da lassen, Daumen nach oben. Wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Diluvion. Bis dann, euer Wolf.